Kritische Code zur ersten Folge von Minecraft Voyage, dem neuen Projekt. Es ist ähnlich wie ein Minecraft Leben. Wir haben das Startkit Hundehalter. Es gibt 3 Startkits. Moment, es werden sich vielleicht noch neue etablieren. Wo ist der Babyhund? Sitzt der hier drin? Nee. Den brauchen wir. Wo bist du? Nein, unser Hund ist kaputt. 2 Hunde hat man eigentlich, einen Erwachsenen und einen Kleinen. Kann man sogar benennen am Schluss. Aber der Kleine, der hat wohl gerade keinen Bock. Dumm gelaufen. Na, wo ist der hin? Ernsthaft? Ist mein Babyhund weg? Och nö. Ah, da ist er. Also ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn. Wo ist denn der? Vielleicht sehe ich von hier oben, von diesem komischen Gammelding aus dem Meer. Das ist so eine Art Anlehnung an den Hightower in Neustadt damals war. Wir sind hier in der Stadt Villanova. Auch eine Anspielung auf Neustadt. Allerdings hat das nichts mehr zu sagen. Es ist in dem Projekt eher irrelevant. Diese Stadt hat einen Ressourcenbasisteil Eisen. 32 Eisen pro Folge bekommt man als Inhaber dieser Stadt. Wo ist denn der Babyhund? Da ist er. Da. Das haben wir ganz toll gemacht. Der Dragon will sogar fast schon nicht mehr. Allerdings glücklicherweise fangen wir nicht von Null auf an, sondern wir haben ja auch ein bisschen Müll. Was ist denn hier los? Haben wir noch Knochen, dann könnten wir uns eigentlich gleich Brot machen. So. Hier. So, wir fangen heute in der ersten Folge hier mit dieser Village an. Wir bekommen auch gleich unsere Rohstoffe. Na. Nee. Der kann nicht außerhalb der geladenen Welt platzieren. Dann mach ich mal kurz Cut. So, da hätten wir das. Die Koordinaten, die jucken eh keinen. Na, ihr Barker. Ihr freut euch eures Lebens. Wir müssen dann bald mal farmen gehen. Ab der nächsten oder übernächsten Folge kommen dann schon ein paar Gammler dazu. Der erste vermutlich Mittel sein. Kennt man ja bereits aus manchen Videos bei mir. So, dann pflanzen wir den schon mal an. Haben wir schon mal ein bisschen Brot. Haben wir denn überhaupt eine Werkbank? Oder sind wir zu arm für eine Werkbank? Ach nö, wir sind zu arm für eine Werkbank. Ist ja lächerlich. Ihr Hunde, ich benenne euch nochmal kurz. Ja, geht zwar ein bisschen auseinander, ich will euch nicht falsch benennen. Barker. So, und du? Little Bark. Kleiner Barker. Sehr kreative Namen. Jedenfalls Barker kennt man ja bei mir bereits. Muss nochmal einen Tintenfisch killen, damit ich dem sein Halsband richtig einfärben kann. Der hat ja eigentlich ein schwarzes Halsband. So, kriegen wir jetzt das Holz auch langsam. Können wir gleich mal ein bisschen die Fläche von Bäumen bereinigen. Fangen ja nicht ganz von Null an. Es gibt ja immer bei allen Kits als Startausrüstung einmal eine Dia-Brustplatte, eine Iron-Rüstung und ein Eisenschwert, damit man nicht gleich von Null an startet. In manchen Städten findet man auch Workbenches, Ambosse und so ein Zeug. Machen wir gleich mal eine Spitzhacke. Moment mal, wir haben ja genug Eisen. Schon mal gut. So, an Eisen wird uns nicht mangeln, aber wir müssen ja auch neue Verbindungen wie Bahnverbindungen und so ein Zeug bauen, um voranzukommen. Wir müssen uns mal ein Brot machen. So schlecht, wie es uns gerade geht. Ich mache mir dann das erste Mal einen Ofen und besorge mir dann, wie hieß es? Holzkohle, damit wir hier mal unsere Felder ausleuchten können. Ich besorge auch noch Leder und Fressen, weil ohne das wird es hier dünn. Och, Hundis, ich hau euch gleich. Braver Barker. Wenn Little Bark ausgewachsen ist, können wir die sogar vermehren, die Hunde. Ich gehe mal lang, Koordinaten habe ich ja im Chat.
Hier ist gleich Zuckerrohr, das ist schon mal, hier ist auch Kohle. Das gefällt mir doch. Wir haben allerdings keine Blöcke, um uns rüber zu bauen. Jetzt können wir mal das Brot treffen. Was soll's, ich buddel mich einfach hier durch die Ecke. Ab durch die Hecke. Ja, sonst kommen wir wieder die Heckenspieße und betrunken uns mit der Schrotflinte. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, dann schießt ihr uns die Hecke um die Ohren. Das sollte jetzt erstmal reichen an Kohle. So, wenn wir die Erde abgegrast haben. Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge lang Kohle sammeln. Das wäre richtig gammelig. Und wir sind ja schließlich nicht der Dönermann. So, genug schön. Brauchen wir sonst noch für Steine? Nee. Für Straßen eigentlich, aber... Aber ich gehe jetzt nicht auf Straßenfarm. Außerdem haben wir noch keine Verkehrswege, die wir brauchen. Alles, was wir bislang brauchen, gibt es. Man könnte die Straße, die es bislang gibt, noch verlängern und die Bahnstrecke. Die Bahnstrecke kennt man ja schon. Hat man ja einmal in der Folge gesehen. Die Rinder hätte ich vielleicht auch züchten können, aber was soll's. So, hier ist ein Tintenfisch. Genug Tintenfische. Quacke. Geht da richtig taktisch dran. So, jetzt muss er aber hinterher schwimmen, der alte Schlawiner. Sonst kriegt er den nicht mehr. Ich helfe dem mal ein bisschen, dass der hier nicht abhaut. Ach, verflixt. Drängt ihn in die Ecke. So. Barker, das ist dein Halsband, das hast du dir jetzt gut verdient. Komm mal her. Hallo, Barker. Nicht den falschen einfärben. So, Barker hat jetzt ein schwarzes Halsband. Jetzt bitte nicht sterben in der nächsten Folge. So, ein Barker hätte ich schon gerne am Schluss auch noch. So, wir haben jetzt noch das Fleisch. Das würde ich aber jetzt ungern gleich verschwenden. Holz behalten wir auch erstmal hinten. Leuchtet unsere Stadt. Wir machen uns heute noch nicht auf die, in Anführungsstrichen, große Reise. Das ist ein Edgar. Der wird bald sterben, befürchte ich. Hier ist schon wieder was gewachsen, das ist gut. Dann craften wir jetzt mal kurz einen kleinen Ofen. Also ein bisschen Basics hat man schon, aber... Beispielsweise gehe ich jetzt keinen... Aha, ich bin so blöd, ich setze jetzt hier einen Erdblock hin. So, fünfter Kampf. Nee, ich bin eigentlich so ein Heckenspießer. Ich brenne das jetzt exakt. Das braucht keiner. Weg damit. Zwei müssten übrig bleiben am Ende. Von dem. Also das da rein. So ein Steak fressen. Eine Kiste könnten wir uns auch mal besorgen. Das wäre es dann eigentlich auch schon für diese Folge heute. Viel mehr werden wir heute leider nicht mehr schaffen. Ich lege jetzt mal den ganzen Kraffel hier weg. Bevor ich noch die Krise krieg. Na ihr? Wie geht's euch beiden? Wo seid denn ihr? Ja, jetzt sitzt hier nicht auf dem Bahnhof rum. Wobei, eins könnten wir heute noch machen, da lasse ich aber die Hunde hier. Das ist zu gefährlich für die. Jetzt gehen die noch kaputt. Sitz, Barker, sitz. Wir gehen jetzt hier nochmal ein bisschen die Straße entlang. Zu einer Art Attraktion. Auf dem Weg kann ich ja nochmal die Kuh mähen. Da geht es mir nicht auf den Sack. Seid ihr denn bedeppert? Da ist noch ein Creeper. So, danke. Thanks for not exploding in my face. Das ist ein bisschen blöd. Immer alles was mit Combat zu tun hat, mit Fraps, weil es einfach wie Sau leckt. Mal hier einmal durchsumsen. Ich fahre nämlich einmal noch auf den Berg. So rein rhetorisch. So eine Art kleine Bergbahn. Kann man ja mal machen. Die liegt noch auf unserem Territorium. In die Richtung liegt Mittelstadt. Die Goldstadt. So, wir sind jetzt hier oben auf dem Berg. Können wir nochmal kurz runterschauen. Vielleicht sehen wir bis zur Mittelstadt. Muss immer aufpassen, dass ich den nicht mit seinem vermeintlichen Spitznamen anrede hier in den Videos, der eigentlich fast schon eine Beleidigung ist.
Das lasse ich auch mal raus. Ich will ja jetzt im Moment keinen Konflikt vom Zaun brechen. Da hinten liegt der Bahnhof von seiner Stadt. Schauen wir mal runter. Da ist aber noch nicht viel im Sinne von Häusern oder so passiert. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Weil ich würde mich ungern hier oben ausloggen. Bevor ich dann runterfrage oder so. Das passiert mir ziemlich oft. Weil jedes Leben kostet einen viele Rohstoffe. Wir haben nochmal zwei Rinderfilets erbeutet. Schon mal gut. So. Haben wir halt doch dein Schnabel. Es reicht. Nicht bei mir in der Ecke. So, ich sag dann mal tschö für die Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal eine Bewertung da und auf Wiedersehen.